Rund 1000 Beschäftigte der Stahlindustrie beteiligten sich in Völklingen an einer Kundgebung. IG Metall und Betriebsräte sehen durch die hohen Energiekosten Nachteile in der Produktion gegenüber ausländischen Herstellern. Laut Geschäftsleitung von Saarstahl halten sich derzeit auch Kunden der Autoindustrie und der Baubranche mit Bestellungen zurück. Für rund 2000 Personen sei Kurzarbeit angemeldet. Die Auftragssituation ist im Moment etwas rückgängig, hängt alles mit der aktuellen Situation in der Rest der Welt zusammen. Auch die Strompreise hängen damit zusammen. Ich gehe fest davon aus und hoffe, dass das im zweiten Jahr wieder erledigt ist. Und wir sind auch guten Mutes, dass das so ist. Es ist also tatsächlich ein konjunkturelles Problem, kein strukturelles Problem. Im Anschluss an die Kundgebung dann eine öffentliche Betriebsversammlung. Im vergangenen Jahr habe das Unternehmen sehr erfolgreich abgeschnitten. Nach Angaben der Geschäftsleitung wurde eines der besten Ergebnisse der letzten 10 Jahre erwirtschaftet. Wir sind guter Dinge, dass wir das in der gewohnten Art und Weise hinbekommen. Nächste.